So, hallo und willkommen zu unserer Vorlesung heute. Professor Graf ist heute leider verhindert, deswegen halte ich die Vorlesung heute. Dazu habe ich zunächst einmal eine kurze Ankündigung. Und zwar wurden wir öfters nun gefragt bezüglich des Klausurtermins, ob wir den nicht verschieben könnten. Das haben wir jetzt getan, weil wir hatten eine Überschneidung mit Analysis 2. Und wir haben den nun verschoben auf den 17. Februar. Das ist im Prinzip nur einen Tag später. Soweit wir wissen, ist dort keine andere Klausur mehr, sodass ihr dann keine Überschneidung habt. Weitere Informationen entnehmt ihr dann am besten der Homepage. Ich glaube, das fängt irgendwie 12.30 Uhr an oder sowas. Okay. Alles klar, bei der letzten Vorlesung habt ihr Routing-Protokolle im Internet kennengelernt. Und zwar das RIP und das OSPF. Das sind beides Intra-AS-Routing-Systeme. Das heißt, hiermit kann man innerhalb eines autonomen Systems routen. Und nun kommen wir zu BGP. BGP ist das Border Gateway Protocol. Das ist im Prinzip das Inter-AS-Routing-Protokoll im Internet. Das bedeutet, hiermit wird zwischen den einzelnen autonomen Systemen geroutet. Wir haben hier das Ganze ist spezifiziert in einem RFC. Und was genau erlaubt nun BGP dem AS? Wir möchten mit BGP erreichen, dass Information zur Erreichbarkeit von diesen Netzen klargestellt wird, beziehungsweise man announced im Prinzip Netze zu den anderen autonomen Systemen. Das heißt, ich kann einem autonomen System, einem benachbarten autonomen System sagen, über mich kannst du gewisse Netze erreichen. Diese Informationen kann man dann innerhalb des autonomen Systems, also mit einem Intra-Routing-Protokoll, verbreiten. Und hiermit könnte man im Prinzip, was auch getan wird, gute Routen zum Zielnetzwerk auswählen und bestimmen. Wobei die Qualität der Route, das ist jetzt entscheidend und das ist auch der Unterschied zu den Intra-AS-Routing-Protokollen. Die Qualität einer Route hängt von Informationen wie Hopcount etc. ab, aber auch den Politiken. Das heißt, wir haben hier, wir kommunizieren ja mit anderen autonomen Systemen und hier spielen sehr viele firmenpolitische Eigenschaften eine Rolle, beziehungsweise auch Verträge, da fließt auch ziemlich viel Geld. Genau, also kurz gesagt, mit dem BGP kann man Netze, für die man zuständig ist, beziehungsweise welche man verwaltet, nach außen hin kommunizieren. Genau, wie funktioniert das Ganze? Die Routing-Informationen werden über dieses BGP ausgetauscht, und zwar gibt es einmal das BGP, das sind interne BGP-Sitzungen, und die eBGP, das heißt die externe BGP-Sitzungen. Das heißt, wenn Router innerhalb eines autonomen Systems kommunizieren, dann kommunizieren die über das eBGP-Protokoll. Und wenn sie aus verschiedenen autonomen Systemen sind, dann kommunizieren diese über das eBGP-Protokoll. Wichtig anzumerken ist hier, dass das nicht notwendigerweise physikalische Links sind. Das heißt, diese Links hier sind keine physikalischen Links. Es müssen keine physikalischen Links sein. Wie funktioniert dies? Also ganz allgemein, wenn beispielsweise das autonome System 2 ein Präfix announcen möchte an das autonome System 1, dann funktioniert das folgendermaßen. Ein Border Gateway Router, und zwar hier 2a, kommuniziert über eBGP mit dem Router 1b und sagt ihm, hör mal, in meine Richtung kannst du beispielsweise dieses Netz hier erreichen. Hier ist ein weiteres Beispiel.
Ja, also 3a kündigt hier im Prinzip an 1a gewisse Präfixe an, worüber die über das autonome System 3 erreichbar sind. Und das autonome System 1 ist dann in der Lage, diese Information weiter innerhalb des autonomen Systems zu verbreiten. Das heißt, über diesen Route erreichen wir diese Präfixe. Oder aber man kann diese Information auch an autonome Systeme weitergeben. Wie sehen solche Announcements aus? Wir haben, also es werden eine Route ist in der BGP-Terminologie einmal der Präfix des Netzes plus gewissen Attributen. Diese Attribute, also hier sind zwei Beispiele für wichtige Attribute, die hier zu den Announcements zählen. Da gibt es einmal den Autonomous System Path. Dies ist eine Liste, die Liste aller autonomen Systeme, die auf diesem Weg zu dem Ziel Präfix vorhanden sind. Das heißt, ja, das sind im Prinzip die Ankündigungen, die bereits folgende autonome Systeme durchgelaufen sind. Das sind im Prinzip die Anzahl an Hops bis zu diesem Präfix im Prinzip. Beziehungsweise Anzahl an Hops im Sinne von autonomen Systemen. Der Next Hop, das Next Hop Attribut gibt an, über welchen Border Gateway Router dieser Präfix announced wurde. Wir können nämlich Folgendes haben. In diesem Beispiel beispielsweise, wenn wir hier eine Verbindung hätten zwischen Router 3b und 1a, was auch in der Praxis durchaus vorkommt, dann muss der Präfix angeben, über welchen Border Gateway Router dieser Präfix erreichbar ist. Okay? Das ist dann der Next Hop. Das heißt, über welchen Next Hop komme ich zu diesem genannten Präfix? Genau, da unten nochmal der Hinweis, dass man hier intern abklärt, in welche Richtung soll denn nun geroutet werden, wenn man nur diesen Präfix bzw. dieses Netzwerk erreichen möchte. Beziehungsweise was, welche Route bevorzugt wird. Hier ist nochmal der Hinweis. Wir können nämlich mehr als eine Route zu einem gewissen Ziel, zu einem gewissen Netzwerk haben, enthalten. Und hier kann man die Entscheidung, welchen Router man nehmen möchte, um in Richtung des Ziels zu routen, da gibt es beispielsweise diese drei Regeln. Das ist keine vollständige Liste, aber man könnte hier den kürzesten AS-Path nehmen. Das heißt, man möchte ganz gerne die Anzahl an autonomen Systemen, die man durchläuft, gering halten. Man könnte eine andere Policy annehmen, und zwar könnte man sagen, man macht ein sogenanntes Hot-Potato-Routing. Das bedeutet, dass man innerhalb des eigenen Netzwerks das Paket so schnell wie möglich an einen Border Gateway Router bringen möchte, damit dieses Paket so schnell wie möglich raus aus unserem Netz geht. Man könnte auch sagen, dass man hier versucht, die Kosten des internen Netzes minimal zu halten, da man das Paket so schnell wie möglich außerhalb des Netzwerkes haben möchte und dann soll es weiter geroutet werden. Regeln, weitere Kriterien sind hier auch der häufigste Fall. Denn wie eben schon gesagt, ist diese BGP-Routenwahl meist eine firmenpolitische Entscheidung. Denn man möchte nicht unbedingt über jedes autonome System routen. Außerdem kann man auch nicht unbedingt über jedes autonome System routen. Und zwischen diesen Partnern, also sind Vertragspartner, werden auch gewisse Verträge geschlossen über die Bandbreite, die darüber fließen kann. Es gibt auch sogenannte Peering-Verträge, das heißt, man
leitet Informationen im Prinzip in beide Richtungen weiter, sodass wir sagen, okay, diese zwei autonomen Systeme sind Peers, das heißt, die geben sich, also das sind im Prinzip gleich, wie sagt man, gleichwertige Partner, danke, genau. Okay. Wie sehen solche Nachrichten aus, solche BGP-Nachrichten? Zunächst mal die BGP-Nachrichten, das sind im Prinzip, die werden über TCP-Verbindungen ausgetauscht. Und diese Nachrichten enthalten folgende Informationen bzw. folgende Daten, Message-Typen haben wir hier. Einmal das Open. Hier möchte man eine BGP-Sitzung starten. Hier erfolgt auch eine Authentifizierung. Über eine Update-Nachricht können wir eine Route ankündigen bzw. auch eine Ankündigung zurückziehen. Mit dem Keep Alive geben wir an, dass die Sitzung immer noch aktiv ist, jedoch aktuell keine Daten fließen. Und per Notification kann man gewisse Fehler mitteilen und das Schließen einer Session initiieren. Kommen wir zu den besagten BGP-Routing-Politiken und einigen Beispielen. Hier haben wir solch ein Netzwerk, wobei A, B, C autonome Systeme sind und W, X und Y sind sogenannte Kundennetzwerke. Das heißt, das sind Kunden der jeweiligen autonomen Systeme, deren ISPs. Hier haben wir ein Beispiel, dass X sogenannt Dual-Homed ist, das heißt, er ist an zwei Provider angebunden. Das ist gängige Praxis, das macht man sehr oft. Beispielsweise man könnte einmal bei Unity Media sein, wenn B Unity Media wäre und C beispielsweise Vodafone. Sodass, wenn einmal ein Netzwerk ausfällt, dass man immer noch erreichbar ist. Nun ist es hier wichtig, dass X möchte natürlich keine Daten von B an C weiterleiten. Deshalb wird X auch keine Route nach C an B weiterleiten, ja, sodass X natürlich kein Interesse daran hat, den Traffic zwischen B und C weiterzuleiten, sodass diese Route nicht angekündigt werden. Ein weiteres Beispiel. Wenn nun A kündigt B nun den Pfad AB an, das heißt, A sagt, du kannst B über mich erreichen, dann sagt beispielsweise B kündigt X, das heißt seinen Kunden, kündigt den Pfad BAB an. Ja. Jetzt ist die Frage, sollte B auch den Pfad BAB an C ankündigen? Bedeutet, würde B an C weitergeben, hör mal, du kannst BAB über mich erreichen. Das ist nicht der Fall, denn das würde im Prinzip nichts bringen, denn man möchte im Prinzip immer nur den Verkehr an und von seinen Kunden weiterleiten. Im Prinzip möchte man nie ein Relay für den Traffic von anderen autonomen Systemen sein. Diese Punkte habe ich eigentlich schon angesprochen, aber ich gehe nochmal hier durch. Also hier geht es um den Unterschied zwischen den Intra- und den Inter-AS-Routing-Protokollen. Zunächst einmal haben wir hier verschiedene Politiken für Inter- und Intra-AS-Routing-Protokolle. Intra-AS-Routing-Protokolle, das ist immer der eigene Verkehr. Hier möchte man die Routen so optimal wie möglich gestalten, sodass man so wenig wie möglich Traffic im eigenen Netzwerk beispielsweise hat. Bei Inter-AS ist es so, dass eine Organisation nun mal kontrollieren möchte, wer und wohin Traffic fließen kann und darf. Für die Größenordnung ist es so, dass wir
ist dies für Inter-AS-Routing dringend notwendig, dass wir hier gewisse Hierarchien einführen. Ja? Sonst würde das ganze System überhaupt nicht skalieren. Und in der Performance habe ich eben schon gesagt, bei Intra-AS-Routing-Protokollen ist die Performance sehr wichtig, sodass man sich im Prinzip nur auf die Performance konzentriert. Und bei Inter-AS-Routing-Protokollen sind die Politiker eher interessanter bzw. auch wichtiger als die Performance. Wie sind nun solche autonomen Systeme miteinander verknüpft? Wie kann man sich sowas real vorstellen? Es ist nun nicht so, dass wir die Netzwerke von autonomen System A und autonomen System B irgendwie verknüpfen, indem wir ein dickes Kabel legen. Das würde nicht skalieren im Prinzip, weil man dann zu jedem neuen autonomen System, mit dem ich gerne Kontakt haben möchte, immer wieder ein Kabel legen muss. Dafür gibt es die sogenannten Internet Exchange Points, IXPs. Diese ermöglichen im Prinzip den Austausch zwischen diesen autonomen Systemen. Es funktioniert mehr oder weniger wie eine Sterntopologie, dass die autonomen Systeme ihre dicken Leitungen zu den IXPs legen und innerhalb der IXPs werden die Routen gebaut, um im Prinzip mit den verschiedenen autonomen Systemen kommunizieren zu können. Hier haben wir auch einen hierarchischen Aufbau. Das ist aufgebaut in gewisse Tiers. Und hier haben wir DE6. Wisst ihr, wo das ist? Wo der DE6 liegt? Das ist, genau, Frankfurt. Das ist der, ich glaube, sogar größte Internetknoten weltweit. Der liegt in Frankfurt. Was ihr hier seht, diese schematische Abbildung, die ganzen Systeme, die sind wirklich in Frankfurt, aber die sind an gewissen, ich glaube, die sind nur einige Straßen weiter. Also zum Beispiel dieser CX1 ist, glaube ich, in der Nähe vom Hauptbahnhof, CX2 ist auch in der Nähe vom Hauptbahnhof, aber ein bisschen weiter weg. So, im Prinzip sind die dann geografisch getrennt, um ausfallsicher zu sein. Kommen wir zum hierarchischen Peering. Das ist mehr oder weniger das traditionelle Internetmodell. Das heißt, man hat auf der untersten Ebene haben wir die sogenannten Customer IP Networks. Das sind im Prinzip eure Netzwerke oder von Kunden beispielsweise. Dann haben wir Local Access Provider, das sind die ganzen ISPs. Und man ist mit den ISPs verbunden. Und die ISPs sind über sogenannte regionalen Access Provider verbunden. Und die sind wiederum mit großen Backbone Operators verbunden, die meistens national sind. Etwas akkurater hat man nun Folgendes. Und zwar hat man hier immer noch die Customer IP Networks. Die ISPs sind unter Umständen miteinander verbunden, aber auch über ISPs verbunden. Und oben haben wir immer noch das große Backbone. Genau, hier ist noch eine Grafik zu ISPs weltweit. Hier sieht man, dass Europa sehr stark vertreten ist. Es liegt vor allem daran, dass das einfach so gewachsen ist. Also es liegt nicht unbedingt daran, wie viele Einwohner dort leben, sondern eher, wie es gewachsen ist. Beispielsweise Indien hat vergleichsweise, also in Relation zu der Anzahl an Einwohnern, relativ wenige IXPs. Wie sieht solch ein IXP aus? Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir haben so eine Art Sterntopologie, dass wir hier einen Layer-2-Switch haben und dann fließt der komplette Verkehr über dieses riesengroße Switches zwischen einzelnen autonomen Systemen und auch Content-Provider beispielsweise. Ja, das ganze Content-Provider legen, also die Content-Provider legen ihre dicken Leitungen auch zu den Switches
und können dann angebunden werden an dieses Netzwerk von Netzwerken und können dann mit autonomen Systemen auch interagieren und kommunizieren. Genau, das ist die letzte Folie zu BGP bzw. IXPs. Das ist eine kleine Statistik hier. Und zwar haben wir hier, die Folie ist schon etwas älter, haben wir hier 350 weltweit. Ich habe heute nochmal drauf geschaut. Wir haben aktuell 560 IXPs weltweit, also die Zahl ist schon etwas gewachsen. Und was wir hier sehen, ist, dass Europa sehr stark vertreten ist und nimmt fast die Hälfte, also fast die Hälfte aller IXPs sitzt in Europa. Okay, das war's zum BGP-Protokoll. Habt ihr dazu irgendwelche Fragen zu den inter- oder intra-autonomen System-Routing-Protokollen? Okay, dann machen wir weiter. Und zwar kommen wir jetzt zu dem Broadcast- und Multicast-Routing. Was wir bisher gesehen haben, ist immer nur Unicast gewesen. Das heißt, wir möchten uns immer nur mit einem Server bzw. mit einem Host im Internet verbinden. Hier möchten wir ganz gerne Nachrichten an sehr viele Teilnehmer versenden, wobei man hier unterscheidet, entweder sind es alle Teilnehmer innerhalb eines autonomen Systems beispielsweise, oder aber im Fall von Multicast sind es einfach nur eine gewisse Anzahl an N-Teilnehmern, wobei ich nicht genau weiß, was sind diese N-Teilnehmer. Also an N unbekannte Teilnehmer möchte ich etwas senden. Dazu kommen wir gleich nochmal etwas genauer. Broadcast Routing. Genau. Was wir hier haben und was wir möchten, ist im Prinzip, wir möchten ganz gerne Pakete an alle Knoten innerhalb von mehreren Netzwerken schicken. Was wir hier haben, sind ja mehrere Router und über Router hinweg möchten wir ganz gerne Informationen verteilen. Das heißt, wir können hier nicht das Broadcasting in lokalen Netzwerken nehmen, sondern müssen im Prinzip neue Protokolle erörtern. Das Problem sieht man an dieser Grafik, was uns hier beschäftigen wird, ist, dass man könnte die Vervielfältigung auf der Senderseite machen oder aber auf jedem Hop. Das Problem jedoch ist, würden wir das auf der Senderseite machen, dann könnten wir ja im Prinzip einfach diese Nachricht x oft mal duplizieren und diese Nachricht an diese Knoten senden. Das Problem ist jedoch, dass wir nicht die Adressen der Empfänger kennen, sodass dieser Ansatz der Vervielfältigung beim Sender nicht wirklich funktionieren kann. Das heißt, wir benötigen einen Ansatz, wo die Router schlau genug sind, um die Pakete zu vervielfältigen. Okay, also kommen wir zur Duplikation im Inneren des Netzwerkes, wie eben schon gesagt. Die Knoten außen, das heißt die Endknoten, die können diese Aufgabe nicht übernehmen. Das heißt, das Innere des Netzwerkes muss diese Aufgabe übernehmen. Welche Möglichkeiten haben wir hier? Das sind zum einen das Fluten. Im Prinzip sendet einfach jeder Router die Information, die er hat, an jeden anderen Router, den er kennt, weiter. Da haben wir Skalierungsprobleme und es können Zyklen auch entstehen. Das heißt, wir enden unter Umständen, wenn wir einen ganz naiven Ansatz wählen, würden dann in Zyklen enden, das heißt in Schleifen. Und das sogenannte Broadcast Storm, das bedeutet, dass wir einfach extrem viel Pakete senden müssen und extrem viele Duplikate hier haben. Das Ziel ist nämlich, so wenig wie möglich Duplikate hier zu haben, aber alle Empfänger erreichen zu können. Ja, das heißt, die Kosten versuchen wir hier zu minimieren.
Deshalb könnten wir auch kontrolliertes Fluten uns anschauen. Kontrolliertes Fluten würde bedeuten, dass wir Pakete nur dann weiterleiten, wenn wir dieses Paket zum ersten Mal sehen. Man könnte ein Paket beispielsweise an einer ID eindeutig identifizieren. Inwiefern das möglich ist, ist eine andere Sache. Aber man kann das relativ gut mit IDs machen, sodass sich jeder Knoten merkt, welche Pakete habe ich gesehen an dieser ID. Und wenn dieses Paket nochmal eintritt oder empfangen wird, dann werde ich dieses Paket nicht mehr bearbeiten. Oder man verwendet das sogenannte Reverse Path Forwarding. Das ist ein interessanter Ansatz. Und zwar werden Pakete nur dann weitergeleitet, wenn sie auf dem kürzesten Pfad vom Sender zu dem Knoten angekommen sind. Was das genau bedeutet, kommen wir gleich noch zu. Da sehen wir gleich noch ein Beispiel zu. Die dritte Kategorie, das sind Spannbäume. Das heißt, wir können im Prinzip mit unseren Routern in unserem Inneren des Netzwerkes einen sogenannten Spannbaum aufbauen. Und über diesen Spannbaum können wir diese Pakete forwarden. Das Schöne dabei ist, dass redundante Pakete komplett vermieden werden, weil es immer nur ein Path gibt, also ein Pfad. Und ja, genau, das ist der große Vorteil. Nachteil bei den Spannbäumen ist natürlich, wie möchte man solch einen Spannbaum aufbauen? Diese Fragen werden wir jetzt klären. Das Reverse Path Forwarding, was ich eben angesprochen habe, ist hier einmal schematisch dargestellt. Ich wollte da einmal kurz rübergehen. Was wir hier sehen, ist, dass A einen Broadcast initiiert und zunächst einmal an alle seine Nachbarn dieses Paket schickt. Wenn nun beispielsweise B diese Nachricht erhält, dann weiß er, ich habe dieses Paket auf dem Pfad erhalten, beziehungsweise nein, ich habe dieses Paket zum ersten Mal erhalten, deswegen interessiert uns der kürzeste Pfad zum Sender nicht, sondern hier werden wir das Paket sofort weitersenden. Auf alle Ausgänge, außer von dem Knoten, von dem ich das erhalten habe. Was wir jetzt hier sehen ist, C hat dieses Paket nun erhalten, aber wird dieses Paket nicht erneut weiterleiten, denn es sieht, dass es das Paket nicht über den kürzesten Pfad zum Sender erhalten hat. Denn der kürzeste Pfad wäre A. Er weiß, dass er A über diesen Link erreichen kann. Das heißt, er wird Pakete, die mit dem Absender von A über dieses Interface reinkommen, nicht bearbeiten. Das passiert dann, genau, das geht dann im Prinzip weiter. C sendet dann seine Daten an F, E und auch B. B ist analog, sieht, dass dieses Paket nicht über den kürzesten Pfad zu A angekommen ist. Das heißt, es reagiert nicht auf dieses Paket. Hier hinten beispielsweise, nee, das ist uninteressant. Schauen wir uns mal E an. E erhält Pakete von C, F und D und reagiert nur auf Pakete, die er von C erhält, weil C ist der Next Hop auf dem Weg zu dem Absender A. Und zwar über diesen Weg. Durch den sogenannten Reverse Path Forwarding erreichen wir einen Spannbaum, wir können einen Spannbaum aufbauen, haben aber das Problem, dass wir doch noch einige Duplikate senden müssen. Genau, das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Man kann mit dem Reverse Path Forwarding kann man einen Spannbaum aufbauen und man kann dann über entlang dieses Baumes können dann Knoten ihre Daten senden. Das heißt, A kann wiederum hier
Daten senden. Das nennt man einen sogenannten quellspezifischen Baum, dazu kommen wir gleich noch. Das Problem ist aber, wenn wir den gleichen Baum betrachten für andere Broadcasts innerhalb dieses Baums. Also beispielsweise, wenn D einen Broadcast initiiert entlang diesem Baum, dann kann es sein, dass dieser Weg nicht optimal ist. Und das ist das große Problem bei dieser Art von aufgebauten Spannbäumen. Denn D würde im Prinzip über A hinweg hierüber routen. Wobei ein aufgebauter Spannbaum von D würde diese Wege dann laufen. Okay. Eine andere Klasse von Spannbäumen ist das sogenannte zentrumsbasierte, also die zentrumsbasierte Konstruktion von Spannbäumen. Hier wählen wir ein Zentrum innerhalb des Netzwerkes. Das könnte hier in diesem Beispiel E sein. Ist E, da unten ist E. Und jeder Knoten, der nun in diesem Spannbaum teilnehmen möchte, sendet eine Join-Nachricht per Unicast an eben diesen Knoten E. Und diese Join-Nachricht erreicht E und Knoten, die wenn diese Join-Nachrichten bei Knoten ankommen, die bereits Teil des Baumes sind, dann werden die im Prinzip genau an diesen Knoten angedockt für diesen Baum. So kann man sich das vorstellen. Also ganz konkret, hier sehen wir die schrittweise Konstruktion eines Spannbaumes. E ist der Beispielknoten hier für das Zentrum. F sendet eine Join-Nachricht. Beispielsweise hier sendet B dann anschließend die Join-Nachricht, die geht über D. D weiß dann, aha, ich bin jetzt Teil des Spannbaumes. A sendet eine Join-Nachricht an B und hier endet auch schon die Join-Nachricht, weil B schon Teil des Baumes ist. Und zuletzt, C sendet hier vielleicht noch eine Join-Nachricht und ist dann direkt am Zentrum. Und G könnte auch hier über D joinen und D ist bereits in diesem Spannbaum enthalten, sodass hier auch die Anfrage endet. Die Grafik B beschreibt den fertigen Spannbaum für solch ein Zentrum, für die zentrumsbasierte Konstruktion. Gut, das waren die Ansätze für die Broadcast. Behandlung von Netz, also vom Inneren des Netzwerkes. Gibt es da Fragen zu? Sonst würden wir jetzt zu dem Multicast kommen. Ja? Genau, ja. Mhm. Genau, die Frage war, dass ein Spannbaum aufzubauen macht eigentlich nur Sinn, wenn man diese auch öfters nutzt. Ja, das ist richtig, genau. Das ist richtig, ja. Und wir möchten im Prinzip diesen Spannbaum optimal wählen, sodass jeder diesen Spannbaum nutzen kann und nicht nur ein Knoten. Ja. Das war ja das Problem hier. Wenn A den Broadcast initiiert und von dort aus den Spannbaum aufbaut und D den gleichen Spannbaum nutzt, um Informationen zu verteilen, dann haben wir das Problem, dass die Pfade unter Umständen extrem lang werden, weil es keine optimalen Routen sind. Ja? Was du vorhin gesagt hast, wählt das Zentrum von der Ausgabe der Spannbaum. Genau. Genau, ja. Also dann muss ja im Endeffekt vorher schon am Anfang das Aufknoten des Netzwerks gesagt sein, wir machen jetzt einen Spannbaum und alle joinen einmal und wenn es dann irgendwelche Broadcasts gibt, dann schickt man halt ans Zentrum und das Zentrum verteilt dann entsprechend. Das ist im Prinzip das Verfahren, was wir jetzt gleich im Multicast sehen. Okay.
Also das sind nur Ansätze, wie man es lesen könnte. Also ist das jetzt bloß die technische Grundlage, die man genau bauen kann? Genau, das sind die technischen Grundlagen, genau. Ja? Wir sind jetzt mit den Zahlen an den Vereinen im Grunde die Zeit gemeint, die jetzt für den Gegner im Grunde gebraucht wird, oder wie sind jetzt die Zahlen zu verkleben? Weil ansonsten verstehe ich nicht, warum die Verbindung von C zu A nicht dann zum Spannraum gehören würde. Das ist im Prinzip die zeitliche Abfolge und die ist hier relativ zufällig gewählt. Okay. Ja, also würde beispielsweise A als erstes dem Spannbaum joinen möchten, dann würde er über B und über D unter Umständen gehen und dann würde B und D bereits Teil des Spannbaums sein. Ja. Das heißt, B und D braucht, beziehungsweise B ist ja interessiert an diesem Spannbaum, das heißt, B braucht nicht mehr D zu joinen, beziehungsweise diesen Spannbaum zu joinen, das heißt, er braucht keine Join-Nachricht mehr zu versenden, weil er schon Teil dieses Spannbaums ist. Das heißt, es ist wirklich nur eine zufällige Join-Reihenfolge hier. Da gibt es keine Reihenfolge im Prinzip. Die Reihenfolge ist ja auch egal im Prinzip. Ja. Wer als erstes joint und wer als letztes joint. Gibt es da noch Fragen? Vielleicht werden einige Sachen etwas klarer, also weshalb man so etwas überhaupt braucht und nutzt. Und zwar kommen wir zum IP-Multicast. Was ist das Konzept? Also bei der Einführung von IP-Adressen, ich weiß nicht, ob die Grafik gezeigt wurde, auf jeden Fall gibt es da so eine lustige Grafik, wo die Adressbereiche von dem IPv4-Adressbereich aufgezeigt werden und wer welches Stück vom Kuchen bereits erhalten hat. Und hier ist es so, dass eine Range für Multicast-Adressen reserviert wurde in den IPv4-Adressen, Adressraum. Und das sind im Prinzip, also eine Adresse identifiziert eine Gruppe von Knoten, die einer Multicast-Gruppe angehören. Verstehst du mal? Ganz wichtig ist, dass IP-Multicast anonym ist, das heißt, man sendet hier im Prinzip an eine Multicast-Adresse diese Information, also was auch immer wir jetzt schicken möchten, und diese Information soll alle Knoten erreichen, die sich für diese Multicast-Adresse registriert haben. Wie erfolgt diese Registrierung? Wir müssen natürlich unserem Router zunächst einmal mitteilen, dass wir für eine gewisse Multicast-Adresse Interesse haben. Ja, das bedeutet, dass wir unserem Router beibringen müssen, hör mal, wenn du Informationen an diese Multicast-Adresse erhältst, möchte ich ganz gerne die Informationen an mich weitergeleitet haben. Das ist dieses Konzept. Deshalb benötigt man auch Multicast-fähige Router. Genau. Also Multicast-Adressen nochmals sind dynamische Gruppen. Ja, man kann diesen Gruppen joinen, man kann auch austreten und man weiß nicht, an wen diese Informationen gesendet werden. Das ist im Prinzip das Schöne dabei, weil beim Unicast muss man ja immer ganz genau wissen, welchen Knoten man erreichen möchte. Okay, ist zum Konzept, gibt es da irgendwelche Fragen? Das Konzept ist relativ wichtig, dass man das versteht. Ach, hier gibt es noch ein Beispiel. Genau. Also was man bei dem Beispiel sieht, ist das, was ich eben auch schon angedeutet habe. Wir haben hier gewisse IP-Adressen. Die identifizieren die Hosts. Und die Hosts melden an deren Router, ich bin interessiert an Informationen, die auf diese Multicast-Adresse reinkommen. Das ist hier schematisch dargestellt als die sogenannte Multicast-Gruppe für eine gewisse Multicast-IP. So möchte beispielsweise dieser Host Informationen an diese Multicast-Gruppe schicken. Was wir jetzt haben möchten, ist, dass wir innerhalb dieser Multicast-Gruppe ein wenig Magie machen und im Prinzip die Routen so legen, dass die Informationen
bei allen Knoten ankommen, die auch in dieser Multicast-Gruppe sind. Sprich, wenn wir hier Knoten haben, die nicht an dieser Multicast-Gruppe interessiert sind, dann sollte die Information auch nicht an diesen Router gesendet werden. Hier sind einige Informationen über die Unterstützung im Endsystem. Das ist das, was ich eben auch gesagt habe, dass die Router im Prinzip dieses Multicast-System unterstützen müssen, denn über diese holen wir uns ja auch den Support ein, dass die überhaupt verstehen, dass eine Multicast-Adresse gerade erreicht wurde, und ich möchte auch Informationen über diese Multicast-Adresse beziehen. Das heißt, genau, also nur wenn er diese Information besitzt, er weiß, dass ich ganz gerne an dieser Multicast-Gruppe teilnehmen möchte, kann er mit anderen Routern zusammenarbeiten bzw. einem Protokoll folgen. Und die Lösung ist halt ein spezielles Protokoll. Das ist im Prinzip das, was ich eben implizit angenommen habe, dass wir uns bei unserem Router melden, wenn wir Interesse haben an einer bestimmten Multicast-Gruppe. Und dieses Protokoll nennt sich Internet Group Management Protocol, IGMP, nicht zu verwechseln mit ICMP. Genau. Also sagt man im Prinzip über dieses Protokoll: Hör mal, Router, ich möchte ganz gerne Informationen über diese Multicast-Gruppe erhalten. Dann werden im Prinzip gibt es da eine Tabelle im Router, der dann weiß: Okay, hier habe ich eine Multicast-Adresse, sende das bitte an die folgenden IP-Adressen raus. Und das sind dann im Prinzip IP-Adressen der Host-Systeme, die in dem Netzwerk vorhanden sind. So, was ist das Ziel nun? Das Ziel ist nun, dass wir das, was wir hier gesehen haben, diese Magie-Multicast-Gruppe, dass wir hier besonders effizient diese Informationen verteilen können. Was man hier verwendet, sind folgende Ansätze. Also einmal sind Bäume schon mal ziemlich interessant, weil wir über diesen Baum kommunizieren können. Das heißt, wir nutzen nicht alle Pfade, die ein Router mit anderen Routern hat. Und hier unterscheidet man zwischen quellspezifischen Bäumen und gemeinsam genutzten Bäumen. Das ist im Prinzip auch das, was wir eben gesehen haben. Das heißt, ein quellspezifischer Baum ist für jeden Sender, also wir bauen für jeden Sender einen eigenen Baum auf. Das ist schematisch hier rechts dargestellt. Das heißt, wenn beispielsweise hier ein Knoten Informationen senden möchte an diese Knoten, die auch daran interessiert sind, also an diese roten Router, beziehungsweise die roten Hosts und die roten Router, die wissen, dass sie Hosts enthalten, die Interesse an diesen Paketen haben, dann könnte hier dieser blaue Baum aufgebaut werden, das ist der quellspezifische Baum für diesen Host als Sender. Und der grüne Baum ist im Prinzip der Baum, der aufgebaut wird für diesen Host hier. Und man könnte gemeinsam genutzte Bäume aufbauen. Das bedeutet, dass man hier, dass alle Sender den gleichen Baum verwenden. Das heißt, dieser Baum muss einmal aufgebaut werden und darüber verteilen wir dann unsere Informationen. Hier auf der linken Seite sieht man solch einen gemeinsam genutzten Baum, der im Prinzip unabhängig davon ist, wer nun senden möchte. Das heißt, alle Informationen werden über diesen Baum gesendet. Ich denke, das ist so ziemlich das, was ich eben gesagt habe. Und zwar die quellspezifischen Bäume. Hier haben wir einen Baum pro Sender. Das ist im Prinzip, okay, das ist neu, das sind Bäume mit kürzesten Pfaden. Das heißt, wie können wir solche Bäume aufbauen? Da gucken wir uns das Ganze mal an. Und wir können hier auch Reverse Path Forwarding verwenden, was ja auch ein quellspezifischer Baum ist, wie wir eben gesehen haben bei den Broadcast-Ansätzen. Für die gemeinsam genutzten Bäume ist es so, dass alle Sender den gleichen Baum verwenden. Und hier hat man die Klasse der minimalen Spannbäume, sogenannte Steinerbäume. Sind die bekannt, die Steinerbäume? Kurzes Handzeichen.
und es gibt zentrumsbasierte Spannräume. Was wir nun uns anschauen möchten, sind zunächst grundsätzliche Ansätze. Und dann kommen wir zu den konkreten Protokollen. Das heißt, erstmal gucken wir uns an, was gibt es für Algorithmen, was könnte man verwenden und was wird letztendlich wirklich im Internet realisiert. Zunächst einmal quellspezifische Bäume, und zwar solche Bäume mit kürzesten Farben. Hier könnte man den Dijkstra-Algorithmus anwenden, den ihr auch kennengelernt habt. Was ist das Problem beim Dijkstra-Algorithmus? Ja. Man muss schon die gesamte Menge quasi überblicken. Genau. Es muss bekannt sein, wer alles zu der Komplex, zu welche Knoten insgesamt dazu. Genau. Das heißt, man muss beim Dijkstra-Algorithmus ist es so, dass wir eine Topologiekarte benötigen. Das heißt, wir müssen wissen, welche Router gibt es überhaupt in diesem Netzwerk. Oder nicht, welche Knoten, wenn wir das Allgemeine betrachten. Okay. Also wenn wir uns das mal anschauen, wenn hier vorne unser Sender ist und die roten Router sind die Router, die Knoten enthalten, die zu dieser Multicast-Gruppe gehören. So sind jetzt alle Bilder schematisch dargestellt. Dann könnte solch ein kürzester Pfadebaum so aussehen, der alle Router enthält. Also unabhängig davon, ob sie nun Empfänger enthalten, die interessiert an dieser Multicast-Gruppe sind oder nicht. Weil das kann der Dijkstra-Algorithmus nämlich nicht verarbeiten. Ja, wir können nicht gewisse Knoten wegfallen lassen. Das heißt, man könnte hier im Prinzip einfach den Dijkstra-Algorithmus durchgehen und das ist im Prinzip die Reihenfolge, wie die Kanten hinzugefügt werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Also im Prinzip der bekannte Dijkstra-Algorithmus und der aufgespannte Baum entlang der kürzesten Pfade. So, zum Reverse Path Forwarding. Reverse Path Forwarding können wir auch verwenden, um solche Spannbäume aufzubauen, solche senderspezifischen Spannbäume. Das heißt, man könnte hier das Wissen des Routers verwenden, der Informationen enthält, was ist denn nun der kürzeste Weg bezüglich der Unicast-Adresse des Senders. Diese Information können wir verwenden, um anhand des folgenden Algorithmus hier diese Spannbäume aufzubauen. Das heißt, falls wir solch ein Multicast-Datagramm auf einen eingehenden Link erhalten haben, der kürzeste Pfad zum Sender ist, dann fluten wir dieses Datagramm auf alle ausgehenden Links, aber nicht auf den Link, wo wir es erhalten haben, logischerweise. Ansonsten ignorieren wir das Datagramm. Das ist im Prinzip das, was wir eben bei den Broadcast-Bäumen auch gesehen haben. Hier ist nochmal ein Beispiel, wie man das hier verwenden kann. Also wenn wir hier wiederum den Sender haben, die gleiche schematische Darstellung, und der Sender möchte nun diesen quellspezifischen Baum aufbauen, dann sendet er seine Nachrichten an R2 und R4. R2 sendet wiederum an R3, R6 und R4. R4 erhält dieses Paket und weiß, dass es nicht auf dem kürzesten Weg zum Sender S liegt, deshalb ignoriert er dieses Paket. Aber dieses Paket leitet er weiter, und zwar an R5. Und R2, R2 analog zu R4 verwirft dieses Paket bzw. ignoriert dieses Paket und R5 sendet diese Information wiederum weiter. R7 letztendlich erhält dieses Paket und hat keinen anderen Link, deshalb wird er dieses Paket auch nicht mehr weiterleiten. Was wir nun erhalten ist, wir haben einen senderspezifischen Baum mit kürzesten Pfaden in der Rückrichtung. Ja? Dann
Wir dürfen hier nicht verwechseln zwischen den Unicast-Farben und den Multicast-Farben. Ich rede jetzt nur von den Multicast. Also Unicast ist unabhängig davon. Okay, nochmal die Frage bitte. Ja, du hast ja jetzt quasi diesen Farbaufbau. Also der 1 schickt an R4 und R2 und R4 erhält von R1 und schickt dann an R2 und R5 und R2 hat aber von R1 schon halt, also verwirft es die Pakete. Wenn jetzt alle weiteren Pakete, die vom Sender kommen, würden die jetzt quasi auch wieder verworfen werden? Oder das war irgendwo, musst du ja die Info dann empfangen. Was habe ich damit mit diesem Baum angefangen? Ich meine, R1 weiß ja, wenn jetzt immer noch nicht von wegen R4 ist, oder? Also R1 in dem Fall vielleicht schon, aber R4 hat ja jetzt bloß die Info, ich habe es von R1 bekommen. Und ich kann es an R2 und R5 weitermachen. Wer dann mit R4 jetzt auch die Info und sagt, okay, von R2 kriege ich jetzt auch was, aber das verwirrt. Genau. Das ist im Prinzip nur die Konstruktion des Baumes. Und das ist im Prinzip der erste Schritt, bevor wir letztendlich anfangen, die Informationen zu senden. Also die Nachrichten, die wir letztendlich senden möchten. Das heißt, wir bauen diesen Baum auf und senden dann die Nachrichten. Ja, aber das heißt auch dann, dass R4 in dem Fall die Information aus dieser ganzen Aktion mitnehmen würde, dass er an R2 das Ganze nicht mehr wird. Genau. Okay. Genau. Was hier ein Problem sein könnte, ist, wir haben ja einen senderspezifischen Baum mit den kürzesten Pfaden in der Rückrichtung aufgebaut, das ist wichtig. Wenn wir nun links mit asymmetrischen Kosten haben, das heißt, in die Richtung ist es günstig, aber in die andere Richtung ist es unter Umständen teurer, dann ist dieser Baum möglicherweise schlecht. Also solche Links existieren tatsächlich, und zwar, wenn man sich vorstellt, bei Satelliten hat man so etwas. Aber zwischen Routern normalerweise halt nicht. Normalerweise sind Links zwischen Routern symmetrisch. Okay. Ein Problem, was entsteht, wenn wir das Reverse Path Forwarding verwenden, ist, dass wir Knoten bzw. Router hier enthalten haben können, die unter Umständen gar nicht interessiert sind an diese Multicast-Adresse. Und diese könnten wir im Prinzip rausnehmen aus diesem Spannbaum. Das ist die Idee. Wir haben ja einen Baum aufgebaut und rein logisch kann man ja von den Blattknoten aus kann man die, man nennt es Pruning, also das Zurechtstutzen des Baumes, so kann man sich das vorstellen, dass man im Prinzip die Blätter so weit abschneidet, wie es geht. Das ist so das Verfahren. Das bedeutet, wenn wir wissen, dass wir ein Blatt sind, beispielsweise, R7 weiß, dass er ein Blatt ist, weil kein Knoten aus seinem lokalen Netzwerk sich bei ihm gemeldet hat und ihm gesagt hat, ich bin interessiert an dieser Multicast-Adresse, dann kann er entlang des Pfades eine sogenannte Pruning-Nachricht schicken, um anzuzeigen, dass er nicht interessiert ist an diesen Multicast-Baum. Dann wird R5 im Prinzip zu solch einem Blatt, weil er keine, also nur noch eine Kante hat im Prinzip und kann dann diesen Algorithmus rekursiv anwenden, und so kann man dann von den Blättern bis zu den inneren Knoten, also es geht im Prinzip bottom-top, kann man den Baum zurechtstutzen. Okay. Gibt es zu dem Pruning Fragen? Okay. Gemeinsam genutzte Bäume. Das waren eben senderspezifische Bäume. Und kommen wir nun zu den gemeinsam genutzten Bäumen. Das heißt, wir möchten ganz gerne genau einen Baum aufbauen, der worüber alle Informationen fließen können. Das heißt, worüber alle Sender ihre Informationen einspeisen können. Das Problem bei solchen gemeinsam genutzten Bäumen ist, dass beispielsweise Steinerbäume, das ist halt so ein minimaler Spannbaum, die Konstruktion von diesen Bäumen ist NP-hard. Insbesondere lohnt es sich nicht, diese Bäume aufzubauen. Es existieren jedoch gute Heuristiken, die auch genutzt werden können.
Die werden jedoch nicht in der Praxis nicht verwendet, weil man in der Praxis meist Algorithmen sucht, die nicht zu komplex sind, die nicht so einen hohen Rechenaufwand haben. Und außerdem werden hier auch ähnlich wie zu dem Dijkstra werden Informationen über das gesamte Netzwerk auch benötigt. Denn dann kann man erst einen minimalen Spannbaum aufbauen. Problem ist außerdem, dass man diesen minimalen Spannbaum immer wieder neu berechnen müsste, wenn ein Knoten hinzukommt oder wegfällt. Das ist ein relativ großes Problem, denn diese Multicast-Gruppen sind als dynamisch deklariert. Das heißt, Knoten können in diesen Gruppen eintreten und auch austreten, sodass wir diesen Baum im Prinzip immer wieder neu bauen müssten, um diesen minimalen Spannbaum aufrechtzuerhalten. Deshalb kommen wir nun zu den zentrumsbasierten Bäumen. Da hatten wir eben schon einen Ansatz bei den Broadcast-Ansätzen. Und zwar haben wir hier, wir bauen einen einzigen Baum auf, der von allen Sendern verwendet wird, also ähnlich zu einem gemeinsam genutzten Baum. Nur dass wir keinen minimalen Spannbaum aufbauen, sondern im Prinzip einen Router auswählen, der das Zentrum dieses Baumes darstellt. Und um diesen Baum beizutreten, verwendet man wiederum diesen Join-Ansatz, den wir eben schon gesehen haben. Das heißt, wir senden eine Join-Anfrage in Richtung des Zentrums, und sobald wir auf einen Knoten treffen, einen Router treffen, der diesen Baum schon beigetreten ist, dann endet dieser Join und dieser Router weiß dann, dass sein Vorgänger, also woher die Nachricht kommt, dann gehört dieser Knoten zu diesem Spannbaum. Der Multicast-Baum letztendlich wird so realisiert, dass dann vom Zentrum aus die Informationen eingespeist werden, also die Informationen, die gesendet werden sollen, und von dort aus werden dann die Informationen verteilt über diesen Multicast-Baum. Ja, das heißt, man muss zunächst einmal die Informationen bei diesem Zentrum einspeisen, sodass das über diesen Spannbaum, über diesen zentrumsbasierten Spannbaum propagiert werden können. Hier haben wir wiederum ein Beispiel. R6 ist das Zentrum. Und hier ist wiederum die Nummerierungen an den Kanten geben hier nur an, in welcher Reihenfolge die diesen Baum joinen. Das heißt, R3 sendet hier zunächst einmal eine Join-Nachricht an R6. R6 weiß dann, aha, dieser Link gehört zu diesem Spannbaum, dann speichere ich mir das weg. Dann kommt über R4 kommt eine Anfrage an bei R5. R5 muss dies genauso machen, obwohl er kein Interesse an dieser Multicast-Gruppe hat, aber er dient im Prinzip als Forwarder. Das heißt, er speichert sich weg, also dieser Spannbaum kommt von R4 und geht zu R6, leitet die Information dann weiter an den Knoten R6, und R6 ist dann letztendlich das Zentrum, das heißt, die Join-Nachricht endet hier. R6 enthält dann die Information, okay, bezüglich dieses Spannbaums, bezüglich einer speziellen Multicast-Gruppe, darüber erhalte ich dann eine gewisse Tabelle. Und wenn Informationen über diese Multicast-Gruppe gesendet werden müssen, dann sendet man im Prinzip auch an diese Knoten diese Informationen weiter. Okay, kommen wir nun zu Multicast-Algorithmen. Also das waren jetzt die theoretischen Grundlagen, beziehungsweise die Ansätze, die man fahren könnte. Kommen wir nun zu den Protokollen letztendlich, die im Internet verwendet werden. Und zwar gibt es hier das DVMRP, das ist das Distance Vector Multicast Routing Protocol. Und hier folgt man dem Ansatz, dass man das Reverse Path Forwarding verwendet und dadurch einen quellspezifischen Baum aufbaut. Und zwar ist hier, es sind hier einige Eigenschaften anders, als wir sie eben benannt haben.
Und zwar baut dieser Reverse Path Forwarding Baum er basiert auf einer eigenen Routing-Tabelle und verwendet nicht die Unicast-Routing-Tabelle. Insbesondere haben wir hier auch keine Annahmen bezüglich des Unicasts. Initial, um zunächst einmal Informationen zu sammeln über das Netzwerk, werden die Datagramme per Reverse Path Forwarding geflutet. Und hier verwendet man wiederum diese Prune, dieses Zurechtschneiden, Zurechtstutzen Algorithmus, um Knoten rauszuwerfen, die kein Interesse an dieser Gruppe haben. Hier folgt man einem sogenannten Soft-State-Ansatz. Das bedeutet, dass man hier bei diesem Verfahren periodisch vergisst, dass man sich selbst abgeschnitten hat von diesem Baum. Und also zum Beispiel einmal die Minute vergisst man, dass diese Teilbäume abgeschnitten wurden, und man nimmt an, dass diese Teilbäume immer noch existieren, um zu prüfen, ob Knoten Informationen benötigen auf diesem Pfad. Wenn diese immer noch nicht verwendet werden, dann sendet man erneut die Prune-Nachrichten, um die Bäume wieder abzuschneiden. Genau, also Router können die abgeschnittenen Teilbäume wiederum schnell eingliedern, weil die im Prinzip einfach nur im Prinzip hier einmal pro Minute erhält jeder User wiederum die Chance, diesem Netzwerk beizuwohnen, oder diesem Baum, diesen Multicast-Baum. Ja, sonstiges, also dieser Algorithmus ist häufig in kommerziellen Routern implementiert. Und dieses Protokoll, DVMRP, wurde im experimentellen M-Baum verwendet. M-Baum ist ein experimentelles Netzwerk, was zu Forschungszwecken dient. Gibt es da Fragen zu? Okay. Dann kommen wir zu einem Problem, was wir auch bei IPv6 gesehen haben. Denn das Problem ist ja, was passiert denn, wenn wir ganz gerne an diesem, wenn Router im Inneren des Netzwerkes einfach nicht multicastfähig sind. Wenn diese Router nicht multicastfähig sind, dann verwenden wir den Ansatz des Tunnelings. Das habt ihr auch bei IPv6 gesehen, dass wir, falls ein Router kein IPv6 versteht, dass wir diese Pakete in IPv4-Pakete packen und diese dann entlang der Pfade, beziehungsweise wir richten dieses IPv4-Paket an einen Router, der wiederum IPv6 versteht. Dieser packt das IPv6-Paket aus und dann geht es weiter. Hier wird im Prinzip genau das gleiche Verfahren angewendet. Ich würde das ganz gerne anhand dieses Beispiels erklären. Hier haben wir die reale Topologie. Die grauen Router sind die das Multicast nicht können, also davon nichts verstehen. Die roten Router sind die Knoten, die multicastfähig sind. Wenn nun Informationen von diesem Router an den da fließen müssen, passiert dann Folgendes. Dieser Router verpackt sein Multicast-Paket in ein IPv4-Paket, in ein Unicast-IPv4-Paket beispielsweise, und sendet dieses Paket an die IP-Adresse dieses Knotens hier vorne. Diese Knoten dazwischen, die verstehen IPv4 Unicast, leiten diese Information einfach weiter. Der Router erhält diese Information, packt dieses Paket aus, enthält das Multicast-Paket
und kann dann weiter mit diesem Protokoll fortfahren. Ja. Ja? Die, für die sind das ja keine Multicast-Datagramme, sondern das sind für die IPv4 Unicast-Datagramme. Okay, das heißt, wenn ich jetzt den Spannenden aufbauen würde, das einfach nicht schaffen, dass das ein Multicast-Datagramm ist, dann leiten wir das trotzdem einfach in den. Oder ist das dann so verstehen? Ich weiß nicht genau, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Ich bin jetzt einfach auf den Spannenden auf, wenn ich jetzt. Ich weiß ja jetzt nicht direkt, wer da alles Multicast-fähig ist, wenn ich jetzt der rote rechts bin zum Beispiel. Ne? Okay. Das kann man über, über Notifications klären, wer Multicast-fähig ist. Dann weiß ich, wer in meiner Nähe Multicast-fähig ist. Beispielsweise. Gibt es noch Fragen zu? Zum Tunneling? Okay. Okay, kommen wir noch zu einem weiteren Protokoll, das PIM-Protokoll. Protocol Independent Multicast. Hier möchten wir uns im Prinzip von dem Unicast-Routing-Protokoll loslösen. Und hierfür hält dieses Protokoll PIM zwei verschiedene Szenarien bzw. zwei verschiedene Modi parat. Einmal haben wir den sogenannten Dense Mode. Dense, das heißt, hier ist die Annahme, dass die meisten Router interessiert sind an diesem Multicast. Das heißt, das ist ein Opt-out. Das heißt, wenn man nicht daran interessiert ist, muss man es explizit anmelden. Im Gegenzug haben wir einen Sparse-Mode. Hier ist es so, dass man annimmt, dass kein Router zunächst einmal, beziehungsweise ein kleinerer Anteil an Routern an diesem Multicast interessiert ist, sodass wir hier einen Mechanismus brauchen, um diesen Multicast-Räumen bzw. dieser Multicast-Struktur beitreten zu können. Das heißt, bei dem einen nehmen wir an, alle sind drin, wer möchte, geht raus. Bei dem anderen sagen wir relativ umgangssprachlich, es sind wenige drin, wer Interesse hat, joint einfach dem Ganzen. Genau. Was man hier auch sieht bei Dense, ist die Annahme, dass die Bandbreite im großen Umfang zur Verfügung steht, was ein vages Requirement ist. Und hier sagen wir, dass die Bandbreite ein Engpass ist. Dementsprechend ist auch der Sparse Mode etwas komplexer. Die Auswirkungen und die Entscheidungen. Genau, das ist im Prinzip das, was ich eben gesagt habe, dass wir annehmen, dass alle Router an den Daten interessiert sind. Diejenigen, die nicht daran interessiert sind, schicken ein explizites Prune. Und genau, der Baum entsteht automatisch durch Versenden der Datagramme. Der Mechanismus hierfür wäre, was wir auch eben gesehen haben, das Reverse Path Forwarding. Okay. Im Sparse Mode ist es so, dass Router so lange nicht diesem Multicast beiwohnen, bis sie sagen, bis sie explizit sagen, dass wir da beiwohnen möchten. Das heißt, wir haben eine empfängergetriebene Konstruktion dieses Multicast-Baums. Und der Mechanismus, der hier verwendet wird in diesem Protokoll, ist eine zentrumsbasierte Konstruktion. Genau, und was hier der Fall ist, ist, dass die Bandbreite und der Mehraufwand minimiert werden. Nochmals im Dense Mode nutzen wir Reverse Path Forwarding mit Pruning. Es ist analog zum DVM-RP, jedoch haben wir hier genau
hier liefert das Unicast-Routing-Protokoll die nötigen Reverse Path Forwarding Information. Und wir haben hier ein einfacheres Fluten. Und wir haben hier Mechanismen, womit man bestimmen kann, ob man jetzt ein Blatt ist im Baum oder halt nicht. Im Sparse Mode, das ist im Prinzip das, was wir auch eben schon gesehen haben mit dem zentrumsbasierten Ansatz, nur ist, nennen wir nun dieses Zentrum, nennen wir hier den Rendezvous Point. Und hier passiert im Prinzip genau das gleiche wie bei dem zentrumsbasierten Ansatz, das heißt wir Router senden halt eine Join-Nachricht an den Rendezvous Point und Router, die halt solch eine Nachricht weiterleiten, merken sich dies und leiten diesen Join halt weiter. Genau. Nachdem nun ein Router über diesen Rendezvous Point beigetreten ist, kann auch ein senderspezifischer Baum aufgebaut werden, was auch zur Leistungssteigerung beiwohnen kann. Wie funktioniert nun der Informationsaustausch? Hier werden die Daten per Unicast an den Rendezvous Point gesendet und von dem Rendezvous Point aus, das ist im Prinzip das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, im anderen Ansatz. Also da habe ich gesagt, man könnte es so machen, hier wird es tatsächlich so gemacht, dass im Prinzip zunächst einmal alle Informationen, die wir in diese Multicast-Gruppe einspeisen möchten, werden zunächst an den Rendezvous Point geschickt. Und vom Rendezvous Point aus werden diese Informationen entlang des Baumes, der aufgebaut wurde, verschickt. Hier gibt es noch solch einen Ansatz, dass der Rendezvous Point eine Stoppnachricht an den Sender schicken kann, wenn es keine Empfänger gibt. Denn das Problem ist ja, dass ein möglicher Sender ja gar nicht weiß, ob überhaupt dieser Multicast-Gruppe irgendwelche User enthalten sind. Ja, weil wir sprechen ja im Prinzip mit einem Router. Wir sprechen mit diesem Rendezvous Point. Und er kann uns eine Stoppnachricht senden, um zu sagen, hör mal, da ist keiner mehr, hör auf, Daten einzuspeisen. Okay, das war es auch mit dem Multicast. Das beendet auch somit die Netzwerkschicht. Gut, gibt es soweit Fragen. Also morgen würden wir dann mit Kapitel 5 der Sicherungsschicht anfangen. Gibt es soweit Fragen zu den heute vorgestellten Themen BGP und dem Broadcast bzw. Multicast Ansätzen? Okay, wenn keine Fragen sind, dann vielen Dank und ich wünsche euch einen schönen 3. Advent.